So, es ist 13:59 Uhr, eine Minute vor Deadline. Jetzt haben wir 14 Uhr. Ich begrüße alle unsere Teilnehmer des heutigen Webinars zum Thema IMF. Viele werden davon schon gehört haben, viele werden schon darüber eventuell in der FKT oder in anderen Fachpublikationen etwas gelesen haben, auf Messen dieses Thema eventuell schon diskutiert haben. Wir haben heute einen fachkundigen Referenten gefunden, den Herrn Diplom-Ingenieur Stefan Alberts, oder soll ich eher sagen Herr Professor Alberts, denn er hat eine nebenberufliche Professur an der HFG in Karlsruhe und das finde ich schon etwas, was man auch erwähnen sollte. Ich darf Herrn Alberts ganz kurz vorstellen, damit wir alle wissen, wen wir vor uns haben. Herr Alberts ist nach seiner Ausbildung zum Industrieelektroniker zu einem Studium an die Universität in Düsseldorf gegangen, um dort zusammen mit der Fraunhofer Gesellschaft und in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Gesellschaft sein Diplom zu machen. Danach hat er in verschiedenen Bereichen der Medienproduktion gearbeitet, unter anderem bei Unternehmen wie Pictorion das Werk. Jeder kennt ja, was Pictorion das Werk gemacht hat. Viel 3D-Computeranimation, alles im Bereich der Bildbearbeitung und der Bildmanipulation. Danach hat sich Herr Alberts mit analoger und hin zu digitaler Fotografie befasst, Computer-Animated Drawing, digitale Bilderzeugung und alles im Bereich Filmeffekte durchgeführt, erlernt und zu seinem Fachwissen aufgetürmt, um anschließend in den Bereich R&D zu gehen, also in die Entwicklung zu gehen und sein Engagement in diesem Bereich Entwicklung auch in die Bereiche 3D auszuweiten, was letztendlich dazu geführt hat, dass er heute bei der Firma DVS in Hannover tätig ist, dort Produktmanager. Vielen bekannt ist in seiner neuen Funktion und auch mit Sicherheit vielen Studierenden bekannt ist in seiner Funktion als Professor in Karlsruhe. Damit denke ich mal, habe ich erstmal genug über das gesagt, was Herr Alberts für uns alle darstellt und wo wir ihn gegebenenfalls ansprechen und finden können. Herr Alberts, ich übergebe Ihnen jetzt das Wort, weil von meiner Seite aus ist genug dazu gesagt worden. Ich gebe Ihnen nur noch eine kleine Brücke. Wir reden ja über ein Format, was im Bereich der Filmindustrie, also der content-generierenden Filmbranche, schon eingesetzt wird, schon heiß diskutiert worden ist über einen längeren Zeitraum, derzeit bei der SMPTE zur Standardisierung vorliegt und mit der Standardisierung hoffentlich dann ein Format genutzt werden kann, was vielen Leuten eventuell die Schweißperlen von der Stirn nehmen kann. Das haben wir ja auch schon mal bei AAF und bei MXF gedacht. Und wenn ich dann so in die Workshops hineinschaue, bei denen ich zuletzt gewesen bin, denke ich, ein neues Format, was vielleicht neue Ängste und neue Probleme aufwirft. Herr Albert, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank. Was ich jetzt noch bräuchte, wäre zusätzlich die Freigabe von meinem Präsentationsscreen und dann genau, dann gebe ich Ihnen das nämlich jetzt auch sofort durch. Eine Sekunde. So, und jetzt sollten Sie auch meine Präsentationsfolien sehen. Genau, vielen Dank, Herrn Wagner, für die freundliche Einführung und die Einleitung. Ja, IMF als Format hat sicherlich jetzt im Moment das Problem, dass wir gegen diesen, naja, Verdacht ankämpfen. Oh mein Gott, da ist noch ein Format. Aber genau an der Stelle ist eigentlich das Schöne. IMF setzt genau da an und will ganz diese Ängste ein für alle Mal beenden. Und wir will wirklich ein Masterformat schaffen und nicht noch ein Masterformat. Meine Folie startet entsprechend mit einer kleinen Einführung in das IMF-Format. Ich habe hier auf der Frontfolie natürlich unseren Clips da mit draufstehen. Muss sein als DVS-Mensch und das ist eben schon das Produkt, was ich mit betreue. Wir bauen IMF da entsprechend natürlich auch ein. Deshalb steht das Logo mit drauf. Das muss sein. So,
Das Interoperable Master Format. Ich glaube, das größte Problem, was man mit IMF haben kann, ist das erste Wort. Interoperable mag für einen Amerikaner gut auszusprechen sein, für uns Europäer, vor allem für mich, ist es eigentlich der reinste Zungenbrechner. Deshalb bleiben wir da mal jetzt ab jetzt bei IMF. Wir haben derzeit die Situation, dass wir gerade in dieser digitalen Welt, in der wir leben, eine große Verwirrung haben. Die ganz einfache Aufgabe, mal eben Material zwischen zwei Firmen auszutauschen, ist extrem schwierig geworden. Was wir momentan als Status haben, ist eine Situation, in der wir eine Masse an unterschiedlichen Datenformaten haben. Wir haben die unterschiedlichsten Codecs und wir haben die unterschiedlichen Containerformate. Alles das existiert derzeit ungeordnet nebeneinander und sorgt dafür, dass quasi jeder mit jedem sich einen neuen Austauschstandard baut. Auch deshalb, weil man sagt, kannst du mir eine TIFF-Sequenz liefern? Dann sagt wieder der Sender an der Stelle, nee, aber wie wäre es mit einem MPEG? Und so gibt es halt die große Verwirrung zwischen allen einzelnen Companies, die miteinander arbeiten müssen. Zudem fehlt halt eben völlig ein Standard, der, wie zum Beispiel das HDCAM SA-Tape es als Bandformat war, jetzt uns das Ganze im Digitalen eben geben könnte, dass wir eben die Chance hätten, einfach nur mal ein Paket auszutauschen und jedem ist klar, was ist das eigentlich, was ich da bekomme, ohne groß fragen zu müssen. Zudem gibt es derzeit keine Lösung für das Austauschen von Versionen untereinander. Das heißt, wenn ich nicht nur ein Tape schicken möchte, wo jetzt eine einsprachige Version drauf ist, sondern eben auch mal austauschen möchte, dass ich eben ein Paket habe, da ist jetzt eine deutsche Version, eine französische Version, eine englische Version mit allen Video-Inserts, mit allen Audioformaten, die ich brauche und mit allen Subtitle-Formaten mit dabei. Auch das fehlt. An der Stelle greift jetzt IMF ein. Ich habe es jetzt schon mal daneben geschrieben, ist die Upcoming Digital Master Format, das ist so der Plan, den man mit IMF hat. Was ist IMF? IMF ist das Austauschformat für den Business-to-Business-Austausch und Gebrauch. Es ist der filebasierte Nachfolger vom HDCAM SR-Tape und es ist eben die einzige und die endgültige Lösung, um diesen ganzen Albtraum der Multiversionsformate eben ein für alle Mal zu beenden. Das ist das, was man werbemäßig jetzt über das Format sagen könnte, wenn man ein großes Studio in Amerika wäre, das hauptsächlich an diesem Format mitarbeitet. Aber es ist alles auch Fakt. Genau darauf ist es ausgelegt und das wird es auch sein, so wie es jetzt aussieht. Zudem ist es ein echter SMPTE-Standard. Und das ist deshalb hier so stark hervorgehoben, weil wir das mit den Standards immer so in der letzten Zeit als Problem hatten. Wie schon gesagt wurde von Herrn Wagner, es gibt verschiedene andere Formate, die MXF-Formate zum Beispiel, namentlich jetzt die AS02, AS11 etc. Formate. Die sind eingeführt worden von der AMWA. Das ist eine Standardisierung, die jetzt nicht ein Standard ist wie SMPTE, sondern eher ein industrielles Format. Das Problem bei diesen Formaten ist, dass die nicht bis ins letzte Detail festgeschrieben sind. Das heißt, man kann Variationen machen. Und das führt dazu, dass ein Standard, der eigentlich einer sein sollte, keiner mehr ist. Denn wenn ich eine Variation einführe, gibt es einen Geschmack Richtung von dem einen Hersteller und von dem anderen Hersteller. Und so kann ich die Formate nicht mehr untereinander tauschen. An der Stelle setzt IMF jetzt auch an und sagt, nein, hier gibt es eine Festlegung und ihr müsst euch an diesen Rahmen halten, den wir vorgeben. Jeder kann mit dran spielen, jeder kann sagen, was er in dieser Festlegung haben will. Aber wenn sie einmal steht, dann ist es so und es gibt keine Geschmacksrichtungen mehr. Deshalb ein echter Standard. Zudem erfindet IMF nicht das Rad vollständig neu, denn IMF basiert auf den Digital Cinema Standards. Das heißt, man schaut sich sehr genau an, was ist in der DCI gemacht worden für die DCPs im Kino, die dort erfolgreich standardisiert wurden und nimmt so viel wie man kann von dieser Idee über in die IMF-Idee, damit eben nicht alles neu geschrieben werden muss, sondern ansonsten würde es sehr viel länger dauern, ein solches Standardformat zu entwickeln. Was es einmalig macht, es ist darauf ausgelegt, den Speicherverbrauch zu verringern. Das klingt jetzt im ersten Moment nach Kompression, ist aber gar nicht so Kompression, sondern liegt eher daran, dass es ein Versioning enthält. Aber gucken wir mal rein, was es insgesamt ist. Ich benutze Mezzanine Level Compression, das heißt, ich benutze hier zum Beispiel JPEG 2000, wo ich eben komprimieren kann, immer noch bei einer sehr guten Bildqualität, aber halt in dem Maße, wie ich sage, dass ich es vertreten kann, um es immer noch ein Masterformat bleiben zu lassen. Zudem habe ich immer die Möglichkeit auch zu sagen, ich arbeite lossless. Es verringert deshalb den Speicherverbrauch, weil es halt mit Versionen arbeitet. Das heißt, anstatt dass man, wenn man jetzt einen deutschen Film hat, an einer Stelle kurz einen englischen Titel mit einfügt, deshalb einen kompletten englischen Track davon machen muss, genau das muss man nicht machen. Man liefert quasi nur den vollständigen deutschen Track und macht das Insert in Englisch und fügt es hinzu. Somit spare ich mir halt den zweiten vollständigen Track
und führe nur als Datenmenge das hinzu, was ich für diese eine Version an der Stelle brauche. Zudem, eben gerade bei dem Versioning, es erlaubt ein ganz flexibles Versioning. Dazu komme ich aber später nochmal in diesem Vortrag. Die Zielnutzer von dem Format. Wie schon gesagt, es ist ein Business-to-Business-Format. Das heißt, hier sind keine Endkunden angesprochen. Wenn also jemand fragen sollte, kann ich das auf meinem iPhone abspielen? Die Antwort ist nein, dafür ist es nicht gedacht. Die Zielnutzer sind halt zum Beispiel Studios, sprich die Inhaltebesitzer, Rechteinhaber von Materialien. Die wiederum benutzen dieses Format und geben es als Ausgangsformat an andere weiter. Da gab es einen Sprung gerade in meinen Folien. Das nächste sind die Distributoren. Die wiederum bekommen zum Beispiel von einem Studio eben das IMF-Paket angeliefert mit dem Auftrag, liefere es aus als Blu-ray, mach ein Video on Demand dafür etc. Das ist eben der Weg in Richtung Distributor. Wir haben die Post-Productions und auch zum Beispiel die Werbeagenturen, die wiederum würden jetzt nicht standardmäßig IMF als Eingangsformat nehmen. Post-Production bekommt alles, RED-Files, ARRI-Files, TIFF-Sequenzen, aber der Ausgang, wenn das Post-Production-Haus zum Beispiel direkt an den Broadcaster liefert, ist wieder ein IMF, zum Beispiel ein Werbeformat oder eine Werbung, Commercial wurde abgenommen von der Agentur in der Post-Production, dann sendet eben die Post-Production das IMF an den Sender. Auch ein einheitliches Format, genauso wie es früher mit dem HDKMS RTAP gewesen wäre. Und letztschließlich auch die Broadcaster. Die wiederum benutzen es als Input-Format. Normalerweise ist ein Broadcaster eine Sendeanstalt so, dass sie ein internes Format haben. Ob das jetzt eben DNxHD ist oder ein XDCAM-Format, das mag dahingestellt sein. Aber als Eingangsformat würden sie IMF bekommen, würden es dann wandeln in ihr internes Hausformat und dann entsprechend damit weiterarbeiten. Das heißt, ich habe diesen Business-to-Business-Faktor. Ich stelle mal eine kurze Frage ein. Ja, gerne. Herr Alberts, ich muss an der Stelle mal ganz kurz eine Frage einwerfen, weil das kommt bei mir gerade so an. Wenn Sie IMF als Nachfolger für HDKMSR sehen und gerade allen gesagt haben, dass eigentlich dieses IMF kein End-User-Format ist, dann bedeutet es für mich, dass es nicht zwingend ein HDKMSR-Ersatz sein wird. Denn HDKMSR konnte ich selbst zu einem Endkunden liefern, der es dann in seine HDKAM einlegen konnte und anschauen konnte. Das ist jetzt die Frage, wer dann entsprechend der Endkunde in dem Fall ist. Ist er im professionellen Geschäft, würde hier der Ersatz durch IMF eben passieren. Das IMF-Format benötigt, damit es dargestellt werden kann, natürlich nochmal ein entsprechendes Gerät, was es dekodieren kann. Das heißt, Sie müssen JPEG 2000 Decoding beherrschen an der Stelle. Standardmäßig, da wo es HDKAM-SR, wo eine Maschine steht, da würde dann entsprechend ein entsprechender Transcoder stehen, der das Format entsprechend weiter verwandeln kann oder eben halt auch das Ganze anzeigen kann. Also der Vorgang da in dem Fall wäre zum Beispiel, ich erhalte das Tape zur Abnahme, dann würde ich es entsprechend entweder direkt anschauen, wenn ich eine entsprechende Maschine habe, die das JPEG 2000 in Echtzeit anzeigen kann, oder ich würde es wandeln, transkodieren und mir das Ergebnis dann in meiner QC-Station anschauen. Beantwortet das die Frage? Gerne. Kommen wir zum Business-to-Business-Austausch und der Verwendung. Inhaltebesitzer, also sprich Studios, würden es halt wie gesagt benutzen, den Inhalt produzieren und dann entsprechend halt an den Distributor weitergeben. Sie würden zudem außerdem die Versioning-Fähigkeiten des Formates eben ausnutzen. Das Ganze würde dann als IMF-Package weitergeschickt werden. Distributoren würden dieses IMP dann erhalten, also das IMF ist das Format, Interoperable Master Format, das IMP ist das Interoperable Master Package, genauso wie ich bei DCI das DCP habe, das Digital Cinema Package, ist das IMP genau dasselbe, wie das Pendant dazu. Das heißt, der Distributor erhält dieses IMP und zusätzlich würde er eben von dem Rechtebesitzer, Rechteinhaber, also von dem Auftraggeber noch eine Order bekommen, welches Endformat er produzieren soll und der Distributor würde dann das IMP nehmen und davon dann wiederum die anderen Formate herstellen, zum Beispiel Blu-ray, DVDs, Video on Demand etc. Bei den Broadcastern, wie gesagt, ist es eben so, dass hier das IMP ankommt und dann normalerweise nochmal in ein Inhouse-Format konvertiert werden muss. Standardmäßig hat man halt ein einheitliches internes Format und IMPs enthalten halt
die Versionen und sind definitiv auf einer Datenmenge sehr groß. Das heißt, sowas will man eigentlich gar nicht als Inhouse-Format durchlaufen haben, sondern eher zum Liefern oder eben zum Archivieren. Das Ganze nochmal in einer Grafik dargestellt, damit wir ein bisschen den Fluss kennen und damit ganz klar dargestellt ist. Ich habe hier unten die Klammer drunter gesetzt. Es ist Business to Business. Das heißt, es ist ein Austauschformat zwischen Content Owner, Advertising Agencies, Post-Production und entsprechend den Senken, sprich dem Broadcaster, dem Distributor oder auch dem Mastering Service. Die Brücke, die grüne, zwischen Distributor und Mastering habe ich übrigens jetzt deshalb mal angesetzt, weil das in der letzten Zeit immer weiter verschmilzt. Das heißt, man hatte früher eine ganz klassische Trennung zwischen dem Mastering, wo halt noch dann Arbeit reingesteckt wurde in die Herstellung von der DVD, Blu-ray etc. und dem Distributor. Nur jetzt habe ich langsam einen immer größeren Merger dieser beiden Bereiche. Das heißt, es gibt auch einzelne Firmen, die eben alles liefern können. Alle Video-on-Demand-Formate, alle Broadcast-Formate und die ganzen Lieferformate wie DVD oder Blu-rays. Dazwischen wird hin und her geschickt das AMF. Auch nochmal zum Verständnis, zwischen zum Beispiel einem Studio und der Post-Production, sprich wenn Visual Effects gemacht werden sollen, das ist ganz links der Bereich, dann arbeite ich natürlich nicht mit einem AMF, dann arbeite ich auf unkomprimierter Basis, sprich auf DPXen, auf OpenXR, TIFF oder auf RAW-Daten von Kameras. Das da an der Stelle, das ist nicht der Weg fürs AMF. Gut. Schauen wir uns mal an, was der Gesamtprozess der Produktion ist, der digitalen, heutzutage und wie man eben mit AMF damit besser umgehen kann. Wir fangen an mit der Aufnahme. Das heißt, auf der linken Seite ist die Produktion. Ich habe auch da wieder Klammern drunter gesetzt. Wir haben den Bereich Produktion, dann kommt die Postproduktion, dann haben wir die Distribution und den Service der Distribution und dann eben die wirkliche Weiterleitung an die Endkunden entsprechend. Links angefangen, wir beginnen mit Aufnahme von Bildern, von Aufnahme von Ton und Herstellung von Visual Effects. Die Bilder werden editiert, werden ins Conforming geschickt, werden farbkorrigiert, der Ton wird gemischt und was im Endeffekt da rauskommt, ist eben unser Film. Und das nicht nur einmal, sondern zum Beispiel, wie im Falle jetzt einer großen Produktion, die eine deutsche Version macht, eine englische, eine französische. Ich erhalte im Prinzip Content, der unterschiedlichste Versionen enthalten kann. Für das Video an sich, das heißt im Bild können englische, deutsche, französische Sprachteile drinstehen. Im Audiobereich, wo ich die entsprechend gedubbten Tracks habe und natürlich auch die Subtitles für die Länderversion, wo es gar keine Synchronisation geben wird, wo eben ein Subtitle anstelle dessen tritt. Von diesem ganzen Inhalt wird, wenn ich in die Distributionskette heute hineinschaue, angefangen, verschiedene Bildversionen zu machen. Das heißt, ich kriege meine englische Bildversion, ich habe meine deutsche Bildversion etc. etc. Zusätzlich zu diesen Bildversionen werden unterschiedliche Sprachtracks da reingelegt. Das heißt, es gibt weniger Bildversionen natürlich als unterschiedliche Sprachversionen von einem Film. Hier entstehen dann nochmals mehr Formate. Und ich skippe das jetzt an der Stelle nochmal einen Schritt weiter. Zusätzlich zu den Sprachformaten gibt es natürlich nochmal mehr Untertitelversionen der ganzen Geschichte. So kriege ich halt eine Riesenmenge an unterschiedlicher Versionen. Hier sieht man dann auch, wenn ich jetzt so einen Extremfall habe, einer weltweiten Distribution, dass ich an der Stelle natürlich sehr davon gewinnen würde, würde ich nicht jedes Mal alle Daten linear nochmal abspeichern müssen, wie es halt jetzt wäre, wenn ich es auf dem Band ablegen würde, sondern ich hätte halt die Möglichkeit, alle zusätzlichen Dinge nur in seiner kleinen Subeinheit mit abzuspeichern. Das Endergebnis dieser ganzen Orgie ist jetzt hier dieser große gelbe Balken. Hier steht einfach nur noch Versions. Das heißt, es sind viele, viele Versionen von einem einzigen Produkt, was ich eben weltweit verbreiten möchte. Nächster Schritt aus diesem Versionswust, dieser Menge der Versionen, die ich da habe, kann ich eben die unterschiedlichen Endformate machen. Ich kann es für meine Blu-ray haben wollen, ich kann es fürs Digital Cinema produzieren wollen, ich kann sagen, ich brauche eine Version für mein Cellphone, für mein anderes Device, mein iPad, was auch immer ich da habe oder für alle Video-on-Demand-Services wie Yulu oder Maxdome und was auch immer uns da alles einfällt. Letzter Schritt ist dann eben, dass der Distributor das Ganze eben rausgibt und dann bekommt es eben die Shops, der Mediamarkt und Co., Best Buy, dann entsprechend die Kanäle, wie zum Beispiel halt Internet-Channels oder eben halt auch Weiterverkäufer. So, und das ist im Prinzip die Kette, die ich momentan habe. Großes Problem ist mein roter Block, den ich hier sehe, nämlich wie handle ich diese Riesenmasse an unterschiedlichen Formaten, die ich da habe? Ich muss es ja organisieren und irgendwie wegpacken. Genau an dieser Stelle setzt jetzt mein AMF-Format an. Das heißt, da sitzt AMF und will das alles vereinheitlichen und verbessern. Das AMF in seinem Aufbau ist eigentlich relativ stark angelehnt an das, was wir im DCP-Bereich haben. Das heißt, ich habe auch hier eine Composition-Playlist. Diese Playlist beschreibt im Prinzip oder sieht im Prinzip aus wie eine EDL. Das heißt, sie hält die Informationen, wie die Videotracks abgespielt werden müssen. Das heißt, die zeitliche Reihenfolge, wenn es mehrere Videotracks gibt
und wo welcher Videotrack eben gestartet wird. Und sie zeigt natürlich auch die entsprechenden Trackfiles. Das heißt, die Trackfiles gibt es natürlich entsprechend auch, MXF gewrappt, so wie man es auch beim DCP eben kennt. Auch da wurde ein bisschen übernommen an der Stelle. Trackfiles können eben sein Videos, Audios, Subtitles oder Captions. Und wie gesagt, die sind gewrappt in MXF. Ähnlich ASO2, das ist ein Subset davon und enthalten auch entsprechend Metadaten. Wenn man sich das Ganze grafisch vor Augen führt, haben wir eben diese Composition jetzt, das heißt die CPL, die mit ihren Informationen auf die entsprechenden Trackfiles zeigt. Und wenn ich sagen würde Play CPL, hätte ich im Prinzip den Ablauf meines Videofiles, so wie ich es geplant habe. Das ist die Aufgabe dieser CPL. Zusätzlich kriegt das Paket aber noch ein paar mehr Informationen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, Sie haben im Prinzip eine ähnliche Dateistruktur auf der Festplatte liegen, die das AMF enthält, wie es auch bei einem DCP ist. Das heißt, ich habe einen Folder und da liegen mehrere Dateien drin, die MXFs, die CPL und folgende. Das heißt, wir haben hier noch eine Output-Profile-List. Diese Profile-List ist im Prinzip, man kann es verstehen, als das Label, was auf der Videokassette drauf klebt, wo halt draufsteht, auf diesem Band ist Folgendes enthalten, zusätzlich aber auch noch die Bestellung, nämlich was möchte ich haben von dem Ding. Ich möchte eine Blu-ray haben, ich möchte ein iPhone-Video davon haben und dann könnte ich so weit gehen oder kann ich so weit gehen, dass ich auch sagen kann, welche Datenrate soll das denn genau haben, welche Auflösung soll das genau haben, wie ist der Codec einzustellen entsprechend und wie genau exakt will ich den Bitstrom jetzt auf diesem Endformat haben. Alles das kann diese OPL speichern. Das nächste ist die Asset Map und die korrigiert jetzt an der Stelle ein wenig die Annahme da oben mit der CPL, weil eigentlich gibt es hier einen Fehler in dem Diagramm. Ich war etwas einfach hier. Die CPL zeigt in meiner Darstellung jetzt direkt auf die Videotracks. Das kann sie, indem sie die Asset Map benutzt. Denn die Asset Map enthält einfach nochmal eine Verlinkung zwischen, wie heißt wirklich dateimäßig dieses Trackfile und gibt diesem Trackfile dann eine UUID, also eine Identifikationsnummer. Das CPL steuert wiederum seinen Prozess über diese UUIDs. Das heißt, so die Asset Map klingt sich zwischen CPL und die Tracks. Mehr ist sie aber nicht. Sie ist quasi nur ein Mapping von den Files zu eben ein paar UUIDs, also ein paar Nummern. Das Letzte, was das Paket enthält, ist die sogenannte Packing List. Diese Packing-List dient eigentlich eher der Kontrolle. Das heißt, es ist wie der Beipackzettel, der einfach sagt, in diesem Paket enthalten sind die und die Files. Dazu gibt es Hash-Values. Damit kann man relativ schnell prüfen, ist das Paket valid oder ist irgendwas in dem Paket kaputt gegangen. Dazu dient eben diese Packliste. Und das alles zusammen macht das Interoperable Master Package. Das ist das, was wir dann verschicken. So, mal zum Versioning. Dazu gebe ich Ihnen auch mal ein paar Beispiele. Und zwar fangen wir mal an ganz einfach. Wir machen eine deutsche Version und diese deutsche Version ist aufgebaut mit einer deutschen Videospur und einer deutschen Audiospur. Das Ganze wird auf einer einzigen OPL aufgebaut. Ich habe jetzt mal geschrieben Simple OPL. Diese Simple OPL enthält jetzt einfach mal gar nicht, wohin will ich es kodieren, sondern da steht einfach nur Play drin, Play CPL. Das heißt, die OPL zeigt auf die CPL und sagt, spiel das Ding ab und die CPL wiederum weiß, was zusammengehört und wann was erscheinen soll. Das Ganze in der Grafik schaut dann so aus. Ich habe meine Output-Profile-List, die steuert eben die CPL an. Und die CPL wiederum enthält die Verlinkungen auf eben die entsprechenden Media-Files, die Tracks. Das heißt in dem Falle jetzt, ich habe einen German Title, also die Titelsequenz in Deutsch, dann habe ich ein Hauptvideo und ich habe am Ende die deutschen End-Credits. Zudem für Deutschland entsprechend eine 5.1-Audio-Version und eine 2.0-Audio-Version. Das heißt, das Audio ist mitverlinkt an der Stelle. Eine Möglichkeit, ganz einfach, das AMF zu nutzen. Man schickt einfach seinen ganz normalen Content. Kommt jetzt mehr dazu, machen wir jetzt mal eine andere Version daraus. Das heißt, ich untertitel jetzt die deutsche Version mit französischen Subtitles. Meine Version 2a. An der Stelle tritt jetzt eben eine zweite CPL hinzu und zusätzlich eben ein entsprechender Subtitle-Track, der mit abgespeichert werden muss. Und die CPL, die neue, zeigt eben jetzt wieder auf den alten German Title, das Main Video und die German Credits und zusätzlich auf das Audio, aber eben zusätzlich dann auch auf die neuen Subtitles, die ich hinzugefügt habe. So, eine Methode, das zu machen. Deshalb habe ich den Fall jetzt 2a genannt. Die zweite Version ist eben das, womit ich jetzt sparen kann. Denn im Prinzip kann ich sagen, die deutsche Version habe ich ja schon geliefert und gebaut. Jetzt kann ich ein sogenanntes Supplemental IMP machen. Dieses Supplemental IMP sieht so aus, dass ich wieder eine Profile habe, die zeigt auf eine CPL. Und anstatt, dass das CPL hier jetzt hingeht und wieder neu auf den German Track für das Video und fürs Audio zeigt, sagt sie einfach nur, ich referenziere das andere IMP, was es schon gab,
Vorausgesetzt, natürlich, es war schon da, aber davon gehe ich jetzt aus. Das heißt, ich muss nur noch im Prinzip die französischen Subtitles hinzufügen. Und damit habe ich eben mit dem deutschen AMP zusammen das fertige Paket, was ich liefern kann. Ein dritter Fall. Sagen wir, ich hätte jetzt eine englische Version, wo auch die englische Sprache eben mitgespeichert ist und wo aber zusätzlich natürlich auch Videoinsätze in Englisch dabei sein müssen. Das Ganze schaut dann folgendermaßen aus. Auch hier wieder eine CPL und diese CPL zeigt jetzt auf eben eine englische Titelsequenz, das deutsche Hauptvideo von vorhin, eine englische Endcredit-Sequenz und zusätzlich nochmal Credits für die Sprachaufnahme, die jetzt in Englisch dazugefügt worden ist. Entsprechend gibt es jetzt auch zusätzlich zu dem eben noch gelieferten deutschen Audio jetzt englisches Audio. Und das wäre dann eben mein English Dub. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen, auf die alten Dinge, die ich schon hatte, muss ich nicht mehr zeigen, die kenne ich schon. Ich mache wieder ein Supplemental IMP davon. Das heißt, ich zeige jetzt einfach zusätzlich zu den Daten, die ich neu dazu gewonnen habe, also alle englischen Inserts und das englische Audio. Dazu zeige ich wieder auf das deutsche IMP, was vorher schon geliefert wurde. Und somit habe ich das Paket wieder komplett. Und ich habe damit eben mein Supplemental IMP gemacht. Das Konzept ist bekannt aus dem digitalen Kino. Das DCP arbeitet ähnlich. Hier spielt es aber das Format eigentlich richtig auf, denn hier kann ich jetzt mit dieser Art und Weise einem Distributor ein Package liefern, wo er alles in einem Paket hat, um halt direkt verschiedene Landesversionen herzustellen. Das macht das Ganze sehr spannend und natürlich auch sehr attraktiv. Das Paket insgesamt jetzt mal kurz, damit man es zur Übersicht hat, würde jetzt quasi, wenn ich die Ordnerstruktur alles einfach zusammen kopieren würde, würde jetzt entsprechend mehrere CPLs enthalten. Und jede CPL, jede dieser Playlists, wenn ich die einzeln öffne, können Sie sich vorstellen, wie das Play-Kommando für die einzelne Version. Das heißt, nehme ich die deutsche Version mit dem deutschen Video und dem deutschen Audio, dann spielt das ganze IMP eben genau diese deutsche Version ab. Ich kann auch sagen, ich nehme die CPL für das deutsche Video mit dem französischen Subtitle oder die CPL eben für die englisch gedubbte Version. Diese drei CPLs enthalten die Daten, die Zeiger auf das Material. Zusätzlich habe ich noch das Material und das war's. Das ist das Master Package. Eine Besonderheit, die hier vielleicht aufgefallen ist, das englische Dub ist aufgrund dieser englischen Credits für die Dub ein bisschen länger. Das ist an dem Format auch komplett abgefangen. Das heißt, es ist kein Problem, dass man Längenänderungen macht, weil die Playlist im Prinzip ja erlaubt, dass ich halt Schnitte einfüge, wo ich möchte und eben auch Material hinzufügen kann, wo ich das möchte. Insofern, Längenunterschiede sind hier relativ unproblematisch. Und auch wichtig, weil das brauche ich eben wieder für andere Formatversionen. So, ein paar mehr Beispiele für Versionen. Zum Beispiel, was einem so alles unterkommt in der Zeit, wo man damit arbeitet und sich damit beschäftigt. Zum Beispiel wollen Fluglinien selten, dass in ihren Flugzeugen Filme gezeigt werden, in denen Flugzeuge abstürzen. Und wenn sie abstürzen, dann sollten sie das weniger schmerzhaft tun, als wie sie es in dem echten Film vielleicht dargestellt tun. Entsprechend wird hier gecuttet und was entfernt, damit es nicht ganz so schlimm ausschaut. Hier habe ich halt spezielle Versionen. Censorship, klar, wenn ich halt sage, ich möchte einen Film produzieren, der so viel Blut enthält, dass er eigentlich ab 18 sein sollte, ich will aber auch eine ab 16 Version machen können, kann ich mit einer weiteren CPL schlichtweg die Schnitte einfügen, die ich brauche, damit ich eben unterhalb der Ratinghöhe für eben die ab 18 Version bleibe. Das ist auch möglich mit dem Format. Die Gegenrichtung geht natürlich genauso. Ich kann auch eine Director's Cut Edition machen, indem ich halt meiner Blu-ray zusätzlich eine CPL liefere, die wiederum auf Material zeigt, was auch auf der Blu-ray dann zum Beispiel nachher mit drauf ist. Kommt natürlich alles von dem IMF-Package dann vorher, wo eben diese zusätzlichen Videotracks drin sind, die dann eben die verlängerte Director's Cut Edition ergeben. Commercial Blacks, wo man halt sagt, da ist jetzt Werbung, die muss ich jetzt in dem Medium gerade ausblenden und wegschneiden. Auch das kann ich machen, einfach über ein CPL halt editieren. Und im Generellen eigentlich alles, was eben die Länge dieses Files eben auch ändern kann oder eben weitere Versionen hinzufügen kann dadurch. Das ist das, wofür das Versioning beim IMF da ist. So, was man sich auch gedacht hat, bei der Erfindung des Formates selber, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man ein neues Format auf die Beine stellt. Sie haben eben schon von mir gehört, es fußt sehr stark auf der Idee des DCI, sprich, ich wollte absichtlich mir viel von der Standardisierung eines anderen Formates leihen und übernehmen, damit ich möglichst schnell einen neuen Standard reinbekomme. Weil das Problem sonst wäre, dass so ein Standardisierungsprozess sehr, sehr lange dauert und auch sehr langwierig sein kann. Deshalb hat man sich bei IMF direkt etwas einfallen lassen, was das Ganze sehr attraktiv macht, auch fürs Entwickeln an diesem Format. Es gibt im Prinzip aufgebrochen zwei Teile. Es gibt das sogenannte Kern-Framework oder das Core-Framework. In diesem Framework sind jetzt festgelegt worden solche Dinge wie die Playlist, wie ist hier aufgebaut, wie geschieht das MXF-Wrapping,
Wie generell gehe ich mit Audio-Files um? Wie definiere ich eben Subtitles und eben auch das Audio-Routing? Diese Sachen sind in dem Core-Framework festgehalten und werden diskutiert von allen und damit beschieden. Nun gibt es aber verschiedene Interessensgemeinschaften in dem Format, die halt natürlich dafür kämpfen, dass man verschiedene Standards da reinbringt. Ähnliches, was wir auch bei MXF-AS-Formaten gesehen haben. Natürlich möchte jeder da sein eigenes Ding haben. Problem ist, damit kriegen wir keinen Standard definiert. Und der Trick war hier, sogenannte Application Layers zu erfinden. Die Application Layers können wiederum von einzelnen Leuten weitergepflegt werden, aber es muss nicht jeder darüber bescheiden. Zum Beispiel, wenn ein Anwender sagt, ich möchte aber unbedingt in einem Simple Studio Profile arbeiten, dann wurde ihm dafür jetzt die Application Layer 3 geboren, wo eben HDKMSR Format oder im Prinzip ist es ein H.264 Format untergebracht werden kann und da dran entwickelt werden kann an diesem Layer. Das Application Layer 2, JPEG 2000, ist das Layer, was als Geburtslayer eigentlich mit rauskam, nämlich wo gesagt wurde, das ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist das, was von den Studios stark getrieben wird. Auch da hat man sich natürlich dann relativ schnell geeinigt. JPEG 2000 welcher Art? Da haben wir eine große Palette an unterschiedlichen Levels. Es ist in dem Falle halt JPEG 2000 Broadcast Profile und es geht über verschiedene Datenraten bis hoch zu Mathematically Lossless. Das heißt, wir können es auch für Archive benutzen. Das geht. Und ich habe eben diesen einen Application Layer, den ich weiterentwickeln kann, auch wenn es vielleicht noch in einem anderen Application Layer irgendwelche Probleme gibt. Und das ist eigentlich das Attraktive an dieser Idee. Zudem habe ich in Application Layer 1 die Möglichkeit, unkomprimierte Dateien abzulegen. Auch das ist halt vorgegeben. Wird aber momentan nicht so stark vorangetrieben. Momentan ist halt die Hauptarbeit an Application Layer 2. Die Essenzen sind eh schon abgeschlossen, also man weiß, welches MXF-Format das ist, etc. etc. Und da ist man schon relativ weit. Application Layer N, rechte Seite, to be defined. Hier kann im Prinzip jeder bei der SMT ankommen und sagen, ich hätte aber gerne ein anderes internes Format, was ich im AMF verbraten möchte. Dann kann man das natürlich auch hier standardisieren lassen, vorschlagen und entsprechend als Application Layer vorgeben. So. Wir haben durch dieses System so eine Art Plugin-Methode in dem System drin. Das heißt, wenn ich was Neues möchte, kann ich das eben dazu pflegen zu dem Standard und kann damit sagen, ich möchte aber irgendwelchen High-Compressed-Codec haben, irgendwelche speziellen Auflösungen und Framerates und so weiter. Und das kann ich da alles eben entsprechend reindrücken. Gut ist, das Core-Framework ist von allen Dingen komplett außen vor gehalten. Das Core-Framework kann weiterentwickelt werden für sich. Es schwebt quasi über dem Rest und ist eigentlich schon so gut wie fertig. Schauen wir mal, wie weit wir bei welchem der einzelnen Aspekte jetzt momentan sind. Wir haben halt den SMT Standard Process von 2012, das ist das, wo wir jetzt gerade stehen. Die Working Group, die dahinter sitzt, ist die sogenannte 35PM50, das ist die IMF Group. Und angefangen hat diese Gruppe im März 2011. Die Firmen, die involviert sind, auf den unterschiedlichen Seiten, da haben wir natürlich die Major US Studios. Das heißt, die ganzen großen Filmstudios hängen damit hinter und aber auch diverse Broadcaster. Weil das war etwas, das wurde halt häufig diskutiert. Ist denn AMF jetzt was für den Broadcaster? Weil auch da, das ist der Grund, warum wir jetzt eben sowas machen wie dieses Webinar. Es ist sehr wichtig, dass aufgeklärt wird, dass AMF eben nicht das Format ist, was im Haus benutzt wird, sondern ein Lieferpaket sein soll. Und genau an der Stelle trägt das nämlich auch sehr wohl bei den Broadcastern bei. Das heißt, ich möchte nicht das Inhouse-Format ersetzen, sonst würde ich nicht mit JPEG 2000 durchkommen, keine Chance. Aber ich möchte das Format ersetzen, was angeliefert wird. Und deshalb stehen auf der Liste hier zum Beispiel auch Namen wie Fox, Warner Brothers, Sony oder NBCU, die eben genau da gesagt haben, wir möchten dieses Austauschformat unterstützen, weil es macht uns das Leben einfacher, wenn wir so ein einfaches Paket haben zum Tauschen. Als Entwickler und Firmen, die das mit vorantreiben, natürlich muss ich es auch hervorheben, hier ist die Firma DVS, selbstverständlich. Wir unterstützen IMF eigentlich seit es mit geboren wurde und wir entwickeln den Standard auch mit. Also wir sind selber Mitglied der SMT und treiben das Format mit voran. Es gibt natürlich noch diverse andere, die das auch machen. Mit denen wird immer auch ein Formatabgleich gemacht. Das heißt, es finden jetzt die ganze Zeit schon, bestimmt schon seit 10 Monaten, Austausche statt. Von dem Stand, des aktuellen Stand, Entwicklungsstandes zwischen den eigentlichen Firmen, um halt sicherzustellen, dass genau das, was das Format machen soll, nämlich eine Brücke sein zwischen allen unterschiedlichen Business-Leuten, eben auch so Erfolg haben kann. Dafür müssen wir alle dieselbe Sprache sprechen und das tun wir auch momentan ganz gut. Zudem natürlich die ganzen Dienstleister, die Distributoren, auch die haben gesagt, wir committen uns auf das Format, namentlich wichtig sicherlich Technicolor, Deluxe,
und andere. Insgesamt sind es 187 Mitglieder, die momentan da drin sind und drei davon unter anderem eben hier von DVS Hannover. Und das Interessante ist eigentlich, obwohl es noch nicht komplett fertig ist und es noch relativ jung ist, wie gesagt, es ist halt im März 2011 geboren worden und jetzt haben wir ja gerade mal Oktober, November 2012, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir anfangen damit zu produzieren. Das bedeutet, die ersten Studios sagen, ich bin zwar noch nicht komplett durchspezifiziert mit allem, aber ich kann schon anfangen, meine IMFs zu machen, weil fertig sind zum Beispiel meine Essentials, das heißt, die Track-Files sind komplett definiert und sollte sich jetzt irgendwas zum Beispiel noch an der OPL ändern oder an den anderen Daten, die da noch beistecken, dann kann ich das nachziehen, weil ich kann die einzelnen Track-Files natürlich auch wieder ein neues Paket reingießen, sollte da irgendwie mal was noch geändert werden. Aber CPL ist schon sicher. Es ist halt ein Format, was fast bis zum Ende besprochen wurde. Da passieren noch ganz kleine Schritte drin. Die Essence-Files sind fertig, die Asset-Map ist fertig, die Package-List ist fertig. Das Einzige, wo noch Arbeit stattfindet, ist die OPL, weil das natürlich ein Ding ist. Es ist sehr komplex aufgrund der Tatsache, dass halt jeder im Prinzip definieren können wollte, wie genau der Bitstrom in dem enkodierten File nachher ausschaut. Also nicht in dem Track-Files, damit wir uns da nicht missverstehen. Das OPL ist dafür da, das Ausgabeformat, also das Endformat, was aus dem IMF später geliefert werden soll, sprich Blu-ray etc. herzustellen. Und diese Definition, die ist... Ich hier mal ganz kurz wieder unterbrechen. Gerne. Es wurde gerade die Zwischenfrage von Herrn Reuter gestellt, Sven Reuter, wo denn der Unterschied zwischen MXF und CPL liegen würde oder ob MXF und CPL gleichzusetzen sind. Er würde da keinen Unterschied sehen. Also Sven Reuter arbeitet ganz stark im Bereich Codex und im Bereich der Wrapper und kennt sich dort auch sehr gut aus. Und das, was er gerade gefragt hat, ist auch etwas, was mir so in meine Gedanken kam, als Sie gerade vorgestellt haben, dass dieses... Wie heißt es gleich? Composition Playlist und diese Output Profile List, dass das zwei Begriffe sind, die näher erläutert werden müssten, damit sie eben halt in der Branche auch verstanden werden. Genau, also der Unterschied, um auf die erste Frage zurückzukommen, zwischen der CPL und den MXF-Daten ist, jedes Track-File, und davon kann ich ja mehrere haben, ich kann ja beliebig viele Video-Files haben, ich kann beliebig viele Audio-Files haben, ich kann beliebig viele Metadata-Tracks haben, all das sind einzelne MXF-Files. Die CPL ist quasi der Ort, an dem all diese Files zusammen organisiert werden. Die CPL sagt zum Beispiel bei dem, wir hatten eben den Fall dieses English Dubs, da zeigt sie eben auf teilweise auf die englischen Insert-Files, die Video-Files, was sie ja wie gesagt jeweils alles einzelne MXF-Files sind, und sie zeigt dann auf den deutschen Main-Track, auf den englischen Audio-Track und wohin auch immer noch. Und dieser Unterschied ist halt, die MXF kümmert sich um ihren Inhalt, also um die Essenz, dieses einzelne Videoschnipselchen, was dann da liegt. Die CPL bindet alle zusammen in einen großen ablaufenden Film zum Beispiel, in meine englische Version zum Beispiel. Das ist der Unterschied zwischen CPL und den einzelnen MXF-Files hier in diesem Format. Die OPL ist ein Thema, wo wir selber in Diskussionen halt immer noch dran sind, genau zu definieren, was sie ist. Am einfachsten vorstellen kann man sich diese OPL eben als zweiseitiges Stück Papier, sagen wir es so. Wenn ich als Filmstudio sage, ich möchte hier ein IMP liefern und ich möchte dieses IMP, das enthält jetzt die deutsche, englische und französische Version, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, und sage jetzt meinem Distributor, mach mir von all diesen drei Versionen bitte Blu-Rays und produziere mir die Blu-Rays in einem bestimmten Qualitätsformat, was ich vorher festgelegt habe. Das wäre ja der Gesamtbefehl des Auftrages, der da kommen würde. Die OPL wiederum, die jetzt im Prinzip vom Studio ausgefüllt wird, auf der Seite, da füllt er nur aus, hier gibt es Deutsch, Englisch, Französisch drauf, das liegt vor mit den und den Audiospuren und dem Videoformat und das war es dann aber auch. Und den Rest des Auftrages, nämlich wie stelle ich jetzt meinen H264-Encoder für die Blu-ray ein oder meinen AVC-Encoder, wie mache ich jetzt das Encoding für AC3-Tracks, wie mache ich die einzelnen genauen Settings der Codierungen, das ist der zweite Teil dieser OPL. An der Stelle findet gerade die Diskussion statt, was genau da gemacht werden soll, weil das ist nichts, was jetzt zum Beispiel das Filmstudio genau vorgibt. Das macht zwar eine Qualitätsabnahme nachher, aber es will sich sicherlich nicht darum kümmern, die genauen Code-Einstellungen zu machen, die eigentlich mein Distributor für mich erledigt. An der Stelle
ist dann halt die OPL so zu verstehen, dass sie ein Zwei-Stufen-Ding ist. Das bedeutet, den ersten Teil dieses Zettels füllt der Lieferant aus, dann kommt das AMP eben an beim Empfänger. Der hat sein Haussystem, zum Beispiel jetzt ein Clipster, und dieser Clipster wiederum hätte dann eben den Rest der OPL. Das heißt, er hat eine Einstellung, ein Preset, wo dann zum Beispiel steht, mach mir daraus meine Blu-ray in besonders guter Qualität, und dann fügt sich daraus eine finale OPL zusammen. Genau an dem Stelle ist jetzt auch der Grund, warum ich das jetzt ein bisschen ausrolle. Diese OPL-Diskussion ist lange im Gange und wir sind jetzt ganz stark daran beteiligt, eben zu sagen, wir machen das jetzt fertig, weil das nämlich wirklich ein Problem ist. Das heißt, wir müssen genau definieren, was ist der Lieferteil, also was steht drin, was wird vom Lieferanten ausgefüllt und wie sind die Encoder-Settings, die dann eben von dem jeweiligen, von der jeweiligen Firma, dem jeweiligen System eben dazugeschrieben werden. Das heißt, das ist die größte Baustelle eigentlich zurzeit im IMF. Sagen wir mal, es ist die letzte Baustelle im IMF. Das ist eigentlich das Gute dabei, weil die anderen Sachen sind erschlagen. Und der Grund, warum ich eben schon sagte, es ist auch schon produktionsfertig, der liegt eben daran, dass ich die OPL auch ganz einfach halten kann und sagen kann, ich habe nur einen Link auf die CPL in dieser OPL drinstehen und damit kann ich schon arbeiten. Das heißt, wenn ich einfach nur das Paket datenmäßig übergeben möchte mit den Version Links, das funktioniert alles schon, und ich sage dann einfach nur, das Ding schicke ich jetzt weiter, dann kriegt mein Distributor zum Beispiel dieses Paket und er kann dann halt per Anruf oder per Post, wie auch immer er das dann halt zugesagt bekommen, einfach den Auftrag bekommen, mach mir davon eine Blu-ray in der mit uns besprochenen Qualität und dann funktioniert das auch schon ohne die OPL im Prinzip. Die OPL kann halt einen sehr, sehr einfachen Aufbau haben und der ist natürlich auch schon definiert, nur diese komplexe Ausführung der OPL, die wäre tatsächlich eine Herausforderung. Also was man sich vielleicht zuerst gedacht hatte, was man machen könnte, wäre alle möglichen Profiles, die man für alle Geräte irgendwie draußen hat, in einem Standard festzulegen. Aber das wäre, glaube ich, ein hehres Ziel. Das kann man nicht. Deshalb gibt es an der Stelle jetzt eben die Idee, den ersten Teil des Zettels, den macht eben, der wird standardisiert und der zweite Teil wird in standardisierter Form vom jeweiligen Gerätehersteller dann nachgezogen, wo er dann seine Presets unterbringen kann. Also die Problematik stellt sich doch irgendwie gleich der MXF-Problematik dar. Oder sehe ich das dann falsch? Denn genau das ist doch auch eine Thematik, die zurzeit innerhalb der MXF stark diskutiert wird, nämlich was muss gegebenenfalls wo klar definiert werden, damit es auf der anderen Seite, sprich also beim Empfänger dieser Datei, auch entsprechend interpretiert werden kann, damit es dort, so wie es der Auftraggeber beim Versenden eigentlich hat haben wollen, auch nachher genutzt und weiterverbreitet werden kann. Ich glaube, das ist an einer feinen, kleinen, anderen Stelle unterschiedlich. Und zwar das IMP, was ankommt, ist definiert. Das ist vollständig klar. Das heißt, ich kann immer dieses IMP direkt aufmachen. Da gibt es kein Vertun. Es gibt auch keine unterschiedlichen Formatierungen in diesem IMP-Package selber, was die Track-Files intern angeht. Das OPL definiert ja nur, was passiert nachher mit dem IMP, also nachdem es geöffnet wurde. Aber das Öffnen des IMPs und dass ich das Ding halt bekomme und nicht aufkriege, diese Situation habe ich nicht. Das ist das Problem, was ich zum Beispiel bei MXF ASO2 habe. Denn hier gibt es leider verschiedene Shims, also Flavors, die im Prinzip definieren können, dass ich hier einen Codec habe, den mein System vielleicht gerade in dem Moment gar nicht mehr richtig beherrscht. Das passiert bei einem IMF auf keinen Fall, weil die Track-Files sind komplett standardisiert und da habe ich das Problem nicht. Die OPL-Diskussion ist einfach nur die Geschichte gewesen, dass man sagt, inwieweit legt der Standard fest, welche Geräte da draußen in der Welt es eigentlich gibt. Und das ist eine unüberschaubare Masse. Wenn ich jetzt allein mal alle Handys nehme, die irgendwelche speziellen Formate vielleicht haben möchten, könnte ich die niemals in einem Standard abfangen. An der Stelle ist die Trennung. Aber da ist ein feiner Unterschied zwischen MXF. MXF ASO2 ist da sehr schwierig, da ist das IMP wiederum eine sehr einfache Geschichte. Vielen Dank. Gerne. So, wie gesagt, die Produktion beginnt. Das ist natürlich jetzt das Ding, genau wenn ich halt darüber spreche, die OPL zu besprechen. Auch wenn sie nicht komplett fertig ist, sie ist in einem Zustand, wo ich sie benutzen kann und deshalb wird mit dem Format auch schon losproduziert. Noch ein paar letzte Kommentare dazu, auch was jetzt gerade noch los ist in Diskussionen. Eben war der Standard, der war so der de facto Standard zum September. Da war halt alles so fest, wie ich es in der Präsentation jetzt drin hatte. In letzter Zeit gehen natürlich noch weitere Dinge los. Man hatte zuerst gesagt, mein JPEG 2000 in Application Layer 2, Sie erinnern sich eben an diese vier Module, die da drin waren, dieses JPEG 2000 war gelockt auf HD-Auflösung.
Das hatte den Sinn, es war natürlich ganz stark forciert von den US-Studios, die gesagt haben, ja, es sind meine Delivery-Formats und die sind in der Welt nun mal nicht 2K, weil das mache ich mit DCPs, sondern sie sind eben HD, weil wir sind in einer HD-Welt, deshalb HD als Maximum. Inzwischen gibt es aber natürlich immer mehr Leute, die sagen, das Format klingt so gut, da kann ich auch andere Sachen mit tun. Zum Beispiel haben wir hier den Fall jetzt, dass wir sagen, wir möchten natürlich auch Archivals machen, vielleicht direkt für unseren Film. Anstatt da halt ein Master DCP von zu machen, wo wir es wegnehmen, lass uns doch einfach ein IMF machen, wo ich mathematically lossless den Film reinlege. Dafür brauche ich eine Auflösung von 2K oder auch von 4K. Die sind jetzt auch im Gespräch, werden diskutiert und werden entsprechend wahrscheinlich auch sehr bald mit eingezogen. Ob es neue Application Layer werden müssen, das weiß man jetzt noch nicht, vielleicht passt es jetzt noch rein. Aber was man natürlich immer verhindern möchte, ist zu verzögern, dass der Stand rauskommt, der Standard released und fertig gezeichnet werden kann, ohne dass jetzt da irgendwelche neuen Formate mich da jetzt dran hindern würden. Deshalb könnten es neue Application Layer werden in dem Fall. Zusätzlich ist im Gespräch der Bereich High Frame Rate. Auch hier gab es halt natürlich eine Definition, wie weit ich da gehe. Es gibt halt eine ganze Formatliste für IMF, welche Bildformate, welche Frame Rates und Interlaced, nicht Interlaced, Progressive ich halt unterstützen kann. Jetzt kommt dazu nochmal die Diskussion der High Frame Rates. Ist natürlich aufgekommen unter anderem dadurch auch, dass im DCI-Bereich da ähnliche Bestrebungen sind. Ich meine, das weiß man ja, denke ich mal, die meisten von Ihnen werden es wissen, dass Anfang Dezember eben der Hobbit rauskommt in 2x48 Frames per Second im Kino, also quasi der erste Film, der mit doppelter Framerate laufen wird pro Auge. Auch hier sind natürlich starke Bestrebungen im Gange, das halt natürlich dann auch archivieren zu können. Und das Beispiel Hobbit ist jetzt für mich sehr präsent, weil wir gerade diese DCPs natürlich machen mit unserem System und da eben halt die ganzen Formate für freigeschaltet haben. Diese High Frame Rates sind entsprechend da jetzt natürlich auch ins Thema gekommen, aber auch wieder von den großen Studios, die eben auch sagen, für uns ist auch 120 FPS kein Ding, wo wir nicht drüber sprechen. Als Aufnahmeformat und dann eben, um das Material zu archiven. Auch das wird sicherlich in dem Standard nochmal reinfinden. Im Gespräch ist weiterhin das Audio Labeling, auch ein Standard, der jetzt quasi aus dem Draft-Zustand rausgegangen ist, der ist fertig und das betrifft sowohl DCI als auch IMF. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass ich das wieder direkt zweckentfremden kann für beide Formate. Das Audio Labeling bezeichnet einfach, dass die Audio-Tracks nicht mehr als einfache namenlosen Tracks in meinen Packages ist, sondern dass die wirklich einen Namen tragen. Über diesen Namen, wenn der halt dann entsprechend auch standardisiert ist, kann ich halt direkt zum Beispiel ein Routing machen, was dann wiederum das nächste Thema wäre. Das DCP hat keine Routing-Funktion fürs Kino, braucht es auch nicht, das ist festgelegt. Aber im IMF zum Beispiel wäre es natürlich sehr attraktiv, wenn ich sagen könnte, ich lege direkt auch Routings fest. An Seite des Studios wird direkt festgelegt, wie aus den 5 Einzeltracks oder den 6 Einzeltracks eine 2.0-Version gemacht wird oder wie eine Hearing-Impaired-Version hergestellt werden muss. Diese ganzen Routing-Befehle werden dann auch direkt mit in die OPL reinfließen, sodass ich auch das halt quasi schon vorgeben kann und gar keine Fragen mehr dazu diesem Thema aufkommen können. Das ist das, was jetzt momentan im Gespräch ist. Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir auch mit natürlich mit den anderen Firmen im Austausch sind, um zu gucken, dass dieser Standard auch wirklich funktioniert. Muss er halt bei jedem funktionieren. Das heißt, wenn der eine Vendor ein Package herstellt, muss der andere es öffnen können. Genauso wie das Package, was der andere herstellt, der eine Vendor wieder öffnen muss. Solche Material Exchanges finden halt in regelmäßigen Abständen statt und die nächste dazu in 14 Tagen, nämlich am 2. November, beziehungsweise ist es schon nächste Woche. Ja, das ist halt der Stand, wo wir momentan dabei sind. Verabschiedet ist schon ein großer Teil davon. Es ist soweit verabschiedet, dass ich es benutzen kann. Es fehlen noch gewisse Definitionen in der OPL, wobei wir natürlich sagen, wir werden das in Bälde ändern, damit das Format eben ins Rollen kommt. Und wo noch ein kleiner Bereich offen ist, ist der Subtitle-Bereich. Da sind eben Subtitles wie Time Text im Gespräch und da gibt es natürlich viele Bestrebungen auch, dass die ganzen Broadcaster in Amerika da auch die Closed Captions sauber reinbekommen. All das ist auch noch nicht ganz fertig. Da wird noch dran gearbeitet. Aber das ist der aktuelle Zustand vom IMF. Da auch wir mit der Zeit gehen müssen, ein kleiner hochinteressant, Herr Albers. Gerne. Also wer Fragen noch hat zusätzlich zu dem Thema, nachträglich, wir haben jetzt sicherlich noch einige Zeit, Fragen zu beantworten, aber wem Fragen zwischendurch noch brennen sollten, der kann entweder unten diese sehr lange E-Mail-Adresse von mir abschreiben oder ein Foto kurz schießen im QR-Code. Es ist genau dasselbe, also Sie werden nicht auf merkwürdige Webseiten gelinkt, wenn Sie ein Foto davon machen sollten.
Okay, vielen Dank für den Hinweis. Herr Alberts, erstmal herzlichen Dank für Ihre Präsentation, die eine ganze Menge Fragen ja aufgeworfen hat. Ich habe Sie ja nun zweimal unterbrochen und ich möchte gleich Ihnen die erste Frage als Ergänzung von Herrn Reuter nochmals zu seiner Frage, sprich MXF, geben. Und das ist eine Folgefrage, die eigentlich darauf aufbaut, weil ich kann MXF kann ich editieren mit einem entsprechenden Editor. Kann ich das, habe ich die Möglichkeit auch, dass ich IMP offline bearbeiten kann? Im Prinzip ja. Also Sie können es im Prinzip sehr ähnlich machen, wie ich halt es mit meinen Geräten machen kann, dass ich eben ein DCP aufmachen kann wieder, also einladen kann und noch darin was ändern kann, um dann ein neues rauszuschreiben. Entweder kann ich dann ein komplett neues generieren mit neuen gewrappten Packages oder ich kann halt ähnlich wie bei einem DCP eine Art Transwrapping machen und dann entsprechend halt Supplementals herstellen. Also ich kann da noch drin rumeditieren. Das geht sehr wohl. Also das heißt auch zum Beispiel, es wäre ja utopisch zu sagen, dass ich gleichzeitig eine deutsche, englische und französische Version fertig habe. Es kann sein, dass meine deutschen und englischen Parts durch sind, aber dass eben noch die französische Synchro fehlt. Jetzt würde ich nicht warten, bis das letzte Paket angeflogen kommt, bis ich halt sage, ich schicke das zum Distributor. Was definitiv möglich ist, ist, ich kann ein IMP fertig machen in dem aktuellen Zustand, kann es rüberschicken, muss mir dann selber natürlich sagen, okay, hier fehlt noch die französische Dub und kann dann aber sagen, gut, rübergeschickt habe ich das und das Paket schon, nehme das wieder als Supplemental DCP und baue dann meine französische Version darunter und schicke dann nur zum Distributor diese zusätzlichen Trackfiles französisch plus die CPL, die dazugehört. Er kann das dann einfach in das IMP reinkopieren und schon hat er die Möglichkeit, auch diese dritte Version herzustellen. Aber ich kann es ändern, ja. Und wie wird dann die Sicherheit gewährleistet, dass diese Änderung auch nur von dem eigentlichen Content-Eigner durchgeführt worden ist? Denn wenn ich etwas bearbeiten kann, bedeutet es ja, dass es auch von Dritten bearbeitet werden kann und eine Signatur ja mit übertragen werden müsste, die im Endeffekt in das IMP mit integriert werden muss, um nachher eine Checksum durchzuführen oder was auch immer. Das kann ich jetzt natürlich ein Stück weit über die Package List machen, weil die ja Hash Values enthält. Das heißt, die werden ja sofort anders und ich hätte da eine Möglichkeit, es zu kontrollieren. Es ist allerdings im Gegensatz zum MXF, wo ich halt anscheinend auch weitreichere Verwendungen für haben kann, es ist ja vollständig geplant als Business-to-Business-Format. Deshalb hat man das den Bereich Encryption zum Beispiel erstmal nach hinten gestellt. Er ist allerdings in letzter Zeit immer wieder hochgekommen. Man wird sicherlich auch hier eine entsprechende Verschlüsselung aufsetzen, aber erst einmal ist man davon ausgegangen, dass man die Packages, vielleicht kann man sie selbst verschlüsseln, man kann ja auch so ein Paket halt Daten verschlüsselt und dann weitergeben. Aber das Thema Verschlüsselung ist erstmal so direkt jetzt im Moment noch nicht fertig. Gut, ich gehe nochmal auf das Thema Verschlüsselung und Editierbarkeit von IMPs ein. Ich betrachte jetzt mal dieses IMF als ein Exchange-Format, das innerhalb des Hauses Technicolor benutzt wird. Technicolor hat einen Studiobetrieb, Technicolor hat einen, ich sag mal, klassischen Kopierbetrieb und Technicolor hat auch einen Distributionsweg. Solange man sich im Bereich von Technicolor befindet, könnte man rein theoretisch dieses IMF als das Interchangeable-Format im Hause benutzen, weil es eben Produktionsbetriebe in Kanada gibt, es gibt welche in Kalifornien und ebenso auch in England, sodass man mit diesem Format hausintern sicherstellen könnte, ich habe ein Format, in dem ist alles enthalten, was wir gegebenenfalls brauchen, um diese unterschiedlichen Länderversionen zu generieren, was auch immer. Nehme ich aber dann dieses IMF oder das IMP, wenn es dann eben ein solches Package sein soll, dass ich gegebenenfalls meinem Distributor oder meinem Massen-DVD-Hersteller übermitteln möchte, was muss gegebenenfalls während der Produktion denn dort beachtet werden? Welche Besonderheiten müssen eigentlich im Arbeitsablauf berücksichtigt werden, damit eben genau dieser Austausch sichergestellt wird? Oder ist es ein automatischer Austausch, der dort stattfindet, wo der Operator, also sprich der Bediener und der in der Produktionstätige sich eigentlich keine Gedanken darüber machen müsste?
Na, im Prinzip kann man sich es halt nach wie vor vorstellen, wie das Herstellen des Masterbandes, was ich dann eben aus dem Haus geben möchte. Das wäre ja der Prozess, den ich mache. Das heißt, ich muss sicherstellen, in dem Moment, wo ich das Paket liefern will, also bleiben wir bei dem Fall, ich bin im Haus und ich arbeite noch an dem Format, wenn dann noch Sachen zukommen. Aber irgendwann ist das Paket ja fertig und für den Versand fertig. Dann muss ich natürlich auf der Versandstelle sicherstellen, dass eben alles drin ist, was drin sein soll. Das heißt, ich kann das Ding natürlich auf Konsistenz prüfen. Ich habe die Package List. Ich kann prüfen, ob alle Files drin sind. Das kann ich natürlich automatisiert machen. Ich kann schauen, welche CPLs habe ich jetzt bei dem Paket dabei. Das heißt, will ich jetzt wirklich alles liefern, was ich hier habe? Will ich auch die spanische Version liefern, die japanische, die chinesische? Dann gucke ich halt nach, brauche ich das? Und wenn ich es nicht brauchen sollte, nehme ich es natürlich vorher aus diesem Paket wieder raus. Das heißt, ich kann natürlich dann filtern, dass im Prinzip nur das übrig bleibt, was von den jeweiligen CPLs, die ich jetzt wirklich liefern möchte, eben im Prinzip auch bei den Tracks da ist, damit das IMP wirklich das enthält, was ich weiterschicken will. Aber das ist natürlich meine Aufgabe, die ich auf Versenderseite habe, dass das Paket richtig gepackt ist. Und dann geht mit dem eigentlich auch nichts mehr schief, denn ist das Paket einmal gepackt, habe ich CPLs. Die CPLs sagen mir auf der anderen Seite, der Empfängerseite, was ist drin, was spiele ich ab. Und da ist nichts mehr anderes, als diese drei CPLs halt dann zu wählen und jeweils da entsprechend den Content zu picken, den ich dann halt zum Beispiel in DVDs herstellen möchte. Dazu gibt es dann eine Frage von Herrn Kunz, Uli Kunz, der sagt, ist es realistisch, dass es dann auch irgendwann für genau dieses IMP einen Viewer geben wird? Das heißt also jemand, der dieses IMP empfängt, eine visuelle Kontrolle durchführen kann oder der Versender gegebenenfalls sagen kann, ja, das, was ich jetzt rausschicke, entspricht genau dem, was ich mir eigentlich gedacht habe und was bei meinem Kunden ankommen soll. Sie sind Ist jetzt meine gerade Frage bei einige Ihnen Schritte angekommen, Herr zurückgegangen, ja, aber Alberts? ich versuche die Frage. Die letzten Worte sind nicht angekommen, aber ich glaube, ich habe es soweit vollständig. Ich könnte jetzt natürlich sagen, aber das sollte ich tun, ohne jetzt Großwerbung zu machen. Es gibt da ein gewisses Produkt, was ich empfehlen könnte, was genau das natürlich beherrscht, weil wir nun mal in dem Bereich JPEG 2000 tätig sind und also, wenn ich ein IMP produzieren kann und es mir da schon anschauen kann, kann ich natürlich auch ein IMP-Package zum Beispiel bei uns auf dem Clipster aufmachen und es halt mir einfach angucken. Das wäre möglich. Das geht schon. Und sicherlich werden da auch andere Produkte natürlich zugegen sein, die genau diese Aufgabe in Gestreamleiter-Form dann halt ausführen können. Ja. Da sprechen Sie eigentlich auch schon genau das Thema an, was der Herr Kunz meinte. Denn es geht eigentlich darum, dass man, wenn man dann ein solches IMP sich anschauen möchte, auch eine entsprechende Hardware haben muss. Und diese Hardware hat eben halt auch einen entsprechenden Preis. Und Sie als Produktmanager wissen ganz genau, wovon ich rede und Die um welches Frage. Preissegment wir uns da gerade unterhalten. Also ich wiederhole nochmal meine Frage, wenn sie nicht angekommen ist. Ist es so, dass man zwingend, um ein IMP betrachten zu können, spezifische Hardware benötigt, so wie einen Clipster oder eine andere Hardwarebox, um es sich anschauen zu können? Oder wird es auch kostengünstige Software-Viewer geben, wie zum Beispiel einen VLC-Player? Das Problem wird nach wie vor bleiben, wenn ich das Application Layer 2 betreibe, dann habe ich einen JPEG 2000-File da drin. Das heißt, ich habe ein sehr rechenintensives Format, das ich als Austauschformat wähle. Das muss es sein, damit es eben die hohen Qualitätsansprüche eines Mastertapes füllen kann. Hier wird es sicherlich in erster Zeit jetzt nicht unbedingt Player geben, die es in Echtzeit abspielen können, aber es gibt natürlich auch günstige Systeme, die im Prinzip das JPEG-Decoding einigermaßen schnell machen können. Eine Möglichkeit, die Sie natürlich immer haben, wenn Sie sich davor jetzt scheuen, eine große Investition zu machen, wäre, dass eben hier das Format vorher einmal umgewandelt würde, bevor es abgespielt wird. Und das umgewandelte Format könnte man dann natürlich in Echtzeit abspielen, wenn es eben irgendein kleines Format wäre. Ansonsten wird sicherlich Lösungen geben, das entsprechend auch abzuspielen. Aber es wird eigentlich momentan noch eine Hardware dafür benötigt, weil JPEG 2000 ist ein sehr anspruchsvolles Format. Und ich hatte eben eingangs erwähnt, die JPEG 2000 Broadcast Profiles, die hier verwendet werden, das können verschiedene sein.
Und beim JPEG ist es eben dann so, beim JPEG 2000 erhöhen Sie die Datenrate, so wird das Format anspruchsvoller. Die maximale Stufe an Anspruch erreichen Sie, wenn Sie das Format Mathematically Lossless wählen. Und an der Stelle ist eine Enkodierung und Dekodierung in Echtzeit auf normalen Rechnern derzeit nicht möglich. Dafür ist auf jeden Fall eine entsprechende Hardware erforderlich. Ja, Sie sprechen wirklich das Thema an, bei dem der Herr Kunz nochmals die Nachfrage bringt und sagt, EasyDCP zum Beispiel ist ja ein Software-Tool, mit dem ich auch qualitativ hochwertiges JPEG 2000 betrachten kann. Und das ist ein Software-Tool, was CUDA unterstützt, auf einem gut ausgestatteten Laptop auch lauffähig ist. Und damit kann ich dann auf einem gut ausgestatteten Laptop halt auch mir DCPs anschauen in einer Qualität, bei der ich eine wirkliche Beurteilung des Contents auch durchführen kann. Also das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht, dass man fragt, ob ein vergleichbarer Easy EMP Player irgendwann zur Verfügung stehen wird. Da bin ich zwar eigentlich der Falsche, den danach gefragt würde, da müssten Sie bei jemand anderem anklingen, aber das Problem an der Stelle sitzt halt da, dass der Broadcast Profile Codec, je nachdem welches Level Sie wählen, anspruchsvoller ist. Und sicherlich kann man auf ähnliche Art und Weise, wie es da in dem Falle gemacht wird mit dem DCP, auch die untersten Stufen des Broadcast Profiles dekodieren und in Echtzeit anzeigen. Das ist wahrscheinlich möglich. Aber wenn Sie in den Stufen nach oben schreiten, je besser die Qualität dann ist, die da drin sitzt, bis hoch zu diesem Mathematically Lossless, dann hört da irgendwo auch die GPU-Supporting auf. Das heißt, an einer bestimmten Stelle geht es nicht mit der aktuellen Lösung. Da sprechen Sie auch gleich die nächste Frage an, die dahingehend lautet, ob gegebenenfalls Farbräume beschränkt sind beim IMF, wie zum Beispiel REC 709 oder eben halt XYZ nach den vorhandenen CIE-Standards. Oder ist es so, dass mit dem IMF auch eventuell größere Farbräume zulässig sind, die man dann bestimmen kann und sagen kann, ich möchte gerne in der Version, die jetzt auf dem iPad lauffähig sein soll, einen begrenzten Farbraum nur darstellen und auf einer Version, die quasi lossless ist und gegebenenfalls in einem hochwertigen, unkomprimierten Umfeld weiter bearbeitet werden soll, möchte ich den kompletten Farbraum, der mir zur Verfügung steht, eben halt dann auch mit übertragen können. Hier an der Frage müsste ich nochmal nachhaken bei unserer Entwicklung, wo da der aktuelle Stand ist. Da gab es Diskussionen darüber, was alles reinkommt. Ich weiß nicht gerade ganz genau, was jetzt drin ist. Da würde ich aber nochmal Ihnen die Informationen zukommen lassen, dass Sie die entsprechend verteilen können. Gerne. Herr Alberts, ich merke schon, wir haben etwas angestoßen, was auf der Seite der Teilnehmer auch wahrgenommen worden ist und mit Sicherheit eine Diskussion einleiten wird, die zu einem guten Ende oder einer positiven Einführung dieses neuen IMF und IMP innerhalb der Produktionsindustrie und der Herstellerindustrie mit Sicherheit führen wird. Und Herr Kunz hat die Frage und die Bitte geäußert, dass doch die Kollegen vom Fraunhofer IIS sich mal mit dem Thema Easy EMP Player beschäftigen sollten. Ich gebe das auch gerne mal an den Dr. Fösel und seine Kollegen weiter. Da kann man mit Sicherheit nochmals etwas initiieren, was eine erneute Diskussion anstoßen wird. Wie Wenn gesagt, es ich jetzt verstehe also Ihre Frage. von Ihrer Seite keine Ergänzungen mehr gibt, dann würde ich einfach sagen, wenn auch seitens der Teilnehmer keine neuen Fragen mehr aufkommen, ich danke Ihnen für diesen sehr informativen und sehr umfangreichen Vortrag und ich hoffe, dass wir uns zu diesem Thema eventuell nochmal treffen können, sei es mit einem fachtechnischen Aufsatz in der FKT, der Grundlagenwissen vermitteln kann, wenn dann das IMF irgendwann mal finalized sein wird, also sprich zu einer finalen Version, die dann auch in den Studios genutzt werden kann, seitens der SEMTI vertrieben wird. Und wir dann die Möglichkeit haben, gegebenenfalls diesen finalen Standard dann auch allen Leuten nochmals als in Papierversion weitergeben zu können.
Sehr, sehr gerne. Also auch Ihnen allen, die zugehört haben und zugesehen haben, vielen Dank für Ihr Interesse. Genau das ist der Punkt, worum es jetzt gerade bei AMF geht. Wir müssen dieses Format besprechen. Wir haben noch Möglichkeiten, da auch Einfluss zu nehmen, selbstverständlich. Aber am wichtigsten ist eben, dass klargemacht wird, wofür ist es da? Es ist nicht irgendein neuer Zusatzapparat, der da entstehen soll, sondern es soll endlich eine Lösung sein, dieses Chaos der ganzen Versionen und vor allem der ganzen digitalen Fileformate im Austausch, im Geschäftsleben und unseren Alltag ja betreffend, einfach einfacher zu machen. Deshalb vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn noch weitere Fragen sind, wie gesagt, jederzeit gerne per E-Mail an mich oder an meine Kollegen eben und wir kommen dann auf Sie zurück. Danke. Herr Alberts, herzlichen Dank auch von all unseren Teilnehmern, die im Chat quasi ihr Dankeschön an Sie schon weitergeleitet haben und Ihnen eine sehr produktive Zeit und viel Erfolg bei den Aktivitäten innerhalb der IMF-Standardisierung auf Seiten der SEMTI und liebe Grüße auch an alle Kollegen bei DVS und ich denke mal, wir können nicht mehr sagen, als dass DVS momentan den Markt bewegt und hoffentlich kommt es nicht zum Stillstand. Vielen Dank. Das werden wir nicht zukommen lassen. Vielen Dank, Herr Wagner. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, ciao.